Name, Imię, Anun, Alte, Wozrest, Tarik, Geburtsdatum, Data Rождения, Zinnendianam Sativ, Nummer des Reisepass, Nummer Passporta. Anznagri Hamare. Land. Strana. Yerkire. Begin. Start. Skizba. Daue. Pradaljetelnost. Devolutione. Bildung. Beruf. Образование, род занятий. Крутюцюна спармунка. Das Niveau der deutschen Sprache. Уровень немецкого языка. Германерени имацутян макардака. Andere Fremdsprachen. Другие иностранные языки. Айлотар лезунер. Führerschein. Водительские права. Паруштакан иравунг. Швима. Имение плавать. Логал кароганал. Фарад фара. Велосипед водить. Хедзанив кшель. Музык инструмент. Музыкальный инструмент. Երաշտական գործիք. Familie, Geschwister. Семья, братья и сестры. Ընտանիք, եղբայրներ, քույրեր. Hobbies, Interessen. Hobby, Interessi. Հետաքրքրությունները. Charakter. Charakter. Բնավորությունը, Erfahrungen, Օպիտ, փորձառությունները, Beide Kunden Betreuung, в обслуживании клиентов, հաճախորդների սպասարկման մեջ, Im Haushalt, в домашнем хозяйстве, տնային գործերում, Adresse im Heimatland. Adresse Frodini. Hast 10 Heirenikum. Hallo liebe Abonnenten. Heute würde ich gern das Verb malen für alle Zeitformen für euch konjugieren. Jetzt fange ich an mit Präsens. Der Künstler malt ein schönes Bild. Jetzt perfekt. Der Künstler hat ein schönes Bild gemalt. Präteritum. Der Künstler malte ein schönes Bild. Futur. Das ist Zukunft. Der Künstler wird ein schönes Bild malen. Passivgegenwart. Der Bild wird vom Künstler gemalt. Passivvergangenheit. Der Bild wurde vom Künstler gemalt. Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Künstler würde gern ein schönes Bild malen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Künstler hätte ein schönes Bild gemalt.
Hallo liebe Abonnenten, heute habe ich das Verb nähen genommen und für dritte Person in alle Zeitformen konjugiert. Jetzt fange ich an mit Präsens. Die Schneiderin näht ein tolles Kleid. Դերձակը կարում է մի հրաշալի շրջազգեստ. Perfekt. Die Schneiderin hat ein tolles Kleid genäht. Դերձակը կարում էր մի հրաշալի շրջազգեստ. Präteritum. Die Schneiderin nähte ein tolles Kleid. Դերձակը կարում էր մի հրաշալի շրջազգեստ. Futur. Das ist Zukunft. Die Schneiderin wird ein schönes Kleid nähen. Դերձակը կկարի մի գեղեցիկ շրջազգեստ. Passiv Gegenwart. Das Kleid wird von der Schneiderin genäht. Շրջազգեստը կարվում է դերձակի կողմից. Passiv Vergangenheit. Das Kleid wurde von der Schneiderin genäht. Շրջազգեստը կարվել է դերձակի կողմից. Konjunktiv 2 Gegenwart. Die Schneiderin würde gern ein schönes Kleid nähen. Դերձակը հաճույքով կցանկանա մի շրջազգեստ կարել. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Die Schneiderin hätte gern ein schönes Kleid genäht. Դերձակը հաճույքով մի գեղեցիկ շրջազգեստ կարեր. Falls meine Konjugation euch gefallen, abonnieren Sie bitte. Bald kommt neue Video. Und jetzt würde ich sagen, bis dann, tschüss, bis nächstes Mal. Hallo liebe Abonnenten, heute habe ich das Verb schreiben genommen und für dritte Person konjugiert in verschiedenen Zeitformen. Ich habe benutzt die Zeitformen, welche am häufigsten benutzt werden. Und ich präsentiere es mit Beispielsätzen. Also los geht's. Für Präsens habe ich geschrieben. Der Anwalt schreibt einen Brief. Pastabane namake grün. Ich übersetze auf Armenisch. Perfekt. Der Anwalt hat einen Brief geschrieben. Pastabane namake grün. Präteritum. Der Anwalt schrieb einen Brief. Pastabane namake grün. Futur. Das ist Zukunft. Der Anwalt wird einen Brief schreiben. Pastabane namake grün. Passiv Gegenwart. Որը համապատասխանում է հայերենի գրավորական սեռին. Der Brief wird vom Anwalt geschrieben. Նամակը գրվում է փաստաբանի կողմից. Սա մի գործողություն է, որի ժամանակ առարկան իր վրա է գրում ենթակայ կատարած գործողությունը. Հենց դրա համար էլ կոչվում է գրավորական սեռ. Passiv Vergangenheit. Der Brief wurde vom Anwalt geschrieben. Նամակը գրվել է փաստաբանի կողմից, անցյալում է կատարվել գործողությունը եւ անցյալ գրավորական անցյալ. Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Anwalt würde gern einen Brief schreiben. Փաստաբանը հաճույքով ցանկանում է նամակ գրել. Սա ցանկություն է իր ձե ներկայում։ Եվ կազմվում է wurde plus infinitiv. Բայի ինֆինիտիվը վերցնում ենք, միացնում ենք wurde-ին եւ ստանում ենք konjunktiv 2 Gegenwartum. Und die letzte. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Anwalt hätte gern einen Brief geschrieben. Փաստաբանը հաճույքով նամակ կգրեր. Սա իր ձե ցանկություն է, որը եղել է անցյալում. Konjunktiv 2 Vergangenheit-ի ժամանակ վերցնում ենք hätte umlaut-ով կամ wäre umlaut-ով եւ միացնում ենք participle 2-ին.
Այժմ նկատեցիք wurde առանց ումլաուտ եւ wurde ումլաուտ տարբերությունը։ Wurde առանց ումլաուտի դա passiv vergangenheit-ն է, իսկ würde ումլաուտով դա իղթ ցանկություն է արտահայտում, կոնյուկտիվ ցվա է։ Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ վերջում ուզում եմ մի փոքրիկ հայտարարություն անել։ Ես պարապում եմ գերմաներեն եւ պատրաստում եմ A1 եւ B1 քննություններին։ Եթե ցանկանում եք, գրեք ինձ անձնական նամակ Facebook-ով կամ գրեք կոմենտներում եւ ես կկապնվեմ ձեր հետ։ Տեղեկացնեմ պայմանների մասին։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Bis bald. Hallo liebe Abonnenten. Jetzt habe ich das Verb rechnen genommen und ich würde gern dieses Verb für dritte Person konjugieren in alle Zeitformen. Jetzt fange ich an mit Präsens. Der Beamte rechnet mit dieser Frage. Պաշտոնյան հաշվի է առնում այդ հարցը. Ich übersetze auf Armenisch. Perfekt. Der Beamte hat mit dieser Frage gerechnet. Das ist ganz normale Vergangenheit. Պաշտոնյան հաշվի էր առել այդ հարցը. Präteritum. Der Beamte rechnete mit dieser Frage. Natürlich, wir erinnern, dass rechnen ein regelmäßiges Verb ist, deswegen rechnete. Und jetzt Futur. Das ist Zukunft. Der Beamte wird mit dieser Frage rechnen. Պաշտոնյան հաշվի կառնի այդ հարցը. Das ist Zukunft. Passiv Gegenwart. Գրավորական ներկա. Die Frage wird vom Beamte gerechnet. Այդ հարցը հաշվի է առնվում Պաշտոնյայի կողմից. Passiv Vergangenheit. Die Frage wurde vom Beamte gerechnet. Այդ հարցը հաշվի էր առնվել Պաշտոնյայի կողմից. Սա գրավորական անցյալ ժամանակաձև է. Գրավորական սեռը անցյալում. Իսկ թե ինչ է նշանակում գրավորական սեռ, ես անընդհատ կրկնում եմ, որ լավ տպավորի ձեր մոտ, գրավորական սեռը այն է, որ առարկան իր վրա է գրում ենթակայի կատարած գործողությունը։ Հենց այդ պատճառով էլ կոչվում է գրավորական։ Und jetzt Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Beamte würde mit dieser Frage rechnen. Պաշտոնյան ցանկանում է հաշվի առնել այդ հարցը։ Սա արտահայտում է ցանկություն իղց ներկայում։ Եվ կազմվում է պարզապես würde-ին գումարելով ինֆինիտիվ։ Würde plus infinitiv. Das ist Konjunktiv 2 Gegenwart und diese Zeitform äußert unsere irreale Wünsche. Irreale Bedingungen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Beamte hätte mit dieser Frage gerechnet. Պաշտոնյան կցանկանար հաշվի առնել այդ հարցը։ Սա ցանկությունը իղձ է անցյալում, որը եղել է անցյալում։ Konjunktiv 2 Vergangenheit, man bildet hätte oder wäre plus Partizip 2. Hätte-ին կամ wäre-ին գումարում ենք Partizip 2։ Եթե բայը կազմվում է bin-ով, ich bin gegangen. Այդ ժամանակ նրա կոնյուկտիվ ցվայը կլինի ich wäre gegangen. Իսկ այն բայերը, որոնք օգտագործվում են habe-ի հետ, habe օժանդակ բայ, դրանց կոնյուկտիվ ցվայը vergangenheit-ի ժամանակ կազմվում է hätte-ով, hätte umlaut, a umlaut.
Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ումլաուտների վրա. Wurde առանց ումլաուտի դա passiv verb կանգնհայտն է, իսկ würde ումլաուտով կոնյուկտիվ 2-ն է. Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք տեսնում ենք, որ նախադասության մեջ բայը ստացել է ումլաուտ, ուրեմն դա շատ մեծ հավանականությամբ կոնյուկտիվ 2 ֆորմն է, արտահայտում է իղծ ցանկություն։ Վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ A1 եւ B1 պարապմունքների համար կարող եք ինձ գրել Facebook-ում կամ թողեք ձեր մեկնաբանությունը վիդեոյի ներքևում եւ ես կկապնվեմ ձեր հետ, կմանրամասնեմ պայմանները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։ Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss. Hallo liebe Abonnenten, heute würde ich gern euch zu präsentieren häufigste deutsche Zeitformen. Das werde ich machen mit Beispielsätze und diese Beispielsätze werde ich auf Armenisch übersetzen. Weil ich auch armenische Abonnenten habe, die wollen Beispielsätze mit Übersetzung. Also los geht's. Ich habe das Verb lesen genommen und für dritte Person diese Verb habe ich konjugiert. Für dritte Person in Präsens lesen wird liest. Präsens. Beispielsatz wird: Der Schüler liest ein Buch. Աշակերտը կարդում է մի գիրք. Im Perfekt wird der Schüler hat ein Buch gelesen. Աշակերտը կարդում էր մի գիրք. Das ist Vergangenheit. Präteritum. Der Schüler las ein Buch. Աշակերտը կարդում էր մի գիրք. Das ist gleiche Meinung, aber wir haben zwei Zeitformen für Vergangenheit, Perfekt und Präteritum. Für Zukunft, wir haben Futur. Der Schüler wird ein Buch lesen. Աշակերտը կկարդա մի գիրք. Und jetzt Passivform. Passiv Gegenwart. Das Buch wird vom Schüler gelesen. Գիրքը կկարդացվի աշակերտի կողմից. Und Passiv Vergangenheit wird Das Buch wurde von Schüler gelesen. Գիրքը կարդացվել է աշակերտի կողմից. Also wenn wir benutzen wird plus Partizip 2, das ist passiv Gegenwart. Aber wenn wir benutzen wurde plus Partizip 2, das ist schon passiv Vergangenheit. Und letzte Zeitform ist Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Schüler würde gern ein Buch lesen. Աշակերտը հաճույքով կկարդա մի գիրք. Das ist Gegenwart und das ist ein Wunsch. Und Konjunktiv 2 Vergangenheit wird. Der Schüler hätte ein Buch gelesen. Աշակերտը հաճույքով կկարդա մի գիրք. Das ist ein Wunsch, welche passiert in Vergangenheit. In Vergangenheit Schule hätte ein Buch gelesen mit Umlaut. Also wurde mit Umlaut äußert Konjunktiv 2, Wunsch. Und wurde ohne Umlaut, das ist passiv Vergangenheit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich werde jeden Tag ein Verb präsentieren mit solchen Beispielsätzen. Wenn es interessiert euch, bitte folgen mir.
Und bitte liken Sie mein Videos, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und jeden Tag wir werden uns treffen. Dankeschön und tschüss. Adjektive, Schautafel. Wer oder was? Das ist der helle Baum. Das ist die neue Schule. Das ist der dunkle Strauch. Das ist die hohe Pflanze. Das ist das weiche Gras. Das ist der duftende Lavendel. Das ist der tolle Füllfand. Wessen, Genitiv. Das Blatt des hellen Baumes ist grün. Die Farbe der neuen Schule ist blau. Das Blatt des dunklen Strauches ist abgefallen. Die Form der hohen Pflanze ist länglich. Die Fläche des weichen Grases ist klein. Der Geruch des duftenden Lavendels ist süß. Das Holz des tollen Füllfades ist morsch. Ich sitze vor dem hellen Strauch. Ich sitze vor einem hellen Strauch. Der Garten befindet sich neben der neuen Schule. Der Vogel nistet in dem dunklen Strauch. Der Vogel nistet in einem dunklen Strauch. Die Katze versteckt sich unter der hohen Pflanze. Die Katze versteckt sich unter einer hohen Pflanze. Die Bäume stehen in dem weichen Gras. Der Flurpfad liegt neben dem duftenden Lavendel. Der Lavendel ist neben dem tollen Flurpfad. Wer oder was? Akkusativ. Ich kaufe den hellen Strauch. Ich kaufe einen hellen Strauch. Wir freuen uns über die neue Schule. Ich schneide den dunklen Strauch. Ich schneide einen dunklen Strauch. Ich setze die hohe Pflanze. Ich setze eine hohe Pflanze. Ich schneide das weiche Gras. Ich pflanze den duftenden Lavendel. Ich pflanze einen duftenden Lavendel. Ich probiere den tollen Füllfad aus. Als ich 2010 nach Deutschland kam, begann ich sofort einen Deutschkurs. Als Anna nach Deutschland kam, sprach sie noch kein Wort auf Deutsch. Als ich einen Beruf suchte, war es schwer, Arbeit zu finden. Als Marie ihr Abitur hatte, wusste sie nicht, was sie werden wollte. Als ich ein kleines Kind war, wohnte meine Familie in Russland. Als ich 15 war, zogen wir nach Deutschland um. Als ich 13 war, wollte ich Pilot werden. Als ich Kind war, haben wir unsere Häuser im Dorf nie abgesperrt. Als mein Opa 17 Jahre geworden ist, haben wir für ihn eine Überraschungsparty organisiert. Als wir geheiratet haben, haben ungefähr 300 Gäste mit uns bis tief in die Nacht gefeiert.
Ich habe gestern meinen Schlüssel verloren, als ich zum Bus gelaufen bin. Mein Bruder ist allein nach Österreich gezogen, als er 18 Jahre alt war. Ich habe ihn sofort angerufen, als ich seine Nachricht bekommen habe. Ich habe meinen Eltern geholfen, als ich 12 war. Als Antonio noch ganz klein war, hat er mit seinem Vater Fußball gespielt. Als er in die Grundschule ging, hat er jeden Nachmittag mit seinen Freunden Fußball gespielt. Als er berufstätig war, hat er sich mit Kollegen in seiner Freizeit zum Fußballspielen getroffen. Als wir letztes Jahr in Frankreich waren, haben wir einen Sprachkurs gemacht. Ich habe kein Wort verstanden, als ich das erste Mal in Deutschland war. Als ich noch im Kindergarten war, habe ich manchmal die Sprachen verwechselt. Als ich gestern im Deutschkurs war, kam plötzlich ein alter Freund aus meiner Heimat herein. Als ich letzte Woche meinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, waren einige Freunde zum ersten Mal betrunken. Ich war im Sommer in Frankreich, als meine Nichte geboren wurde. Am Weihnachten war ich überrascht, als meine Eltern uns besucht hatten. Ich habe mir einmal sehr wehgetan, als ich einen heißen Topf ohne Handschuhe angefasst hatte. Als ich 11 war, wurde meine Schwester geboren. Als ich 30 Jahre alt war, zogen wir in eine andere Wohnung um. Als er gefrühstückt hatte, ging er los. Er ging los, als er gefrühstückt hatte. Als er ins Büro kam, war die Besprechung schon vorbei. Die Besprechung war schon vorbei, als er in das Büro kam. Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor 10 Verben. Ich nenne den Verb in Infinitiv, danach ich konjugiere für dritte Person im Präsens, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an. Ersetzen. Er ersetzt, er ersetzte, er hat ersetzt. Zamenit. Pochatuzel, pocharinel. Besitzen. Er besitzt, er besaß, er hat besessen. Vladet, imet, abladat. Unenal tirapetel. Hervorheben. Er hebt hervor. Er hob hervor. Er hat hervorgehoben. Podcherknut. Entgezell. Schestell. Verhandel. Widmen. Er widmet. Er widmete. Er hat gewidmet. Udelit. Udeliat. Posvetit. Novirel Zonel. Erläutern. Er erläutert. Er erläuterte. Er hat erläutert. Abjasnit. Bajasnit. Bazadrel. Barzabanel. Anfühlen. Er fühlt an. Er fühlte an. Er hat angefühlt. Naschubivat. Schöschapel, Schöschapelow Zgal.
Aufregen. Er regt auf. Er regte auf. Er hat aufgeregt. Zvalnavat. Rastrevozhit. Huzel. Vrtovel. Grgrel. Nachlassen. Er lässt nach. Er liest nach. Er hat nachgelassen. Utichat. Utichnut. Handartvel. Tulanal. Tornel. Gelten. Es gilt. Es galt. Es hat gegolten. Иметь значение. Arjel. Nishanakutyun unenal. Verfügen. Er verfügt. Er verfügte. Er hat verfügt. Иметь обладать. Tnorinel. Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor 10 Verben. Ich nenne den Verb in Infinitiv. Danach ich konjugiere für dritte Person im Präsens, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an. Entdecken. Er entdeckte. Er hat entdeckt. Обнаруживать. Обнаружить. Հայտնաբերել նկատել. Angeben. Er gab an. Er hat angegeben. Указывать. Մատնանշել ցույց տալ. Abschließen. Ich schließe ab. Er schließt ab. Er schloss ab. Er hat abgeschlossen. Zamknut. Zakonchit. Zavershit. Pakel. Kochpel. Kankel. Paimanagir. Verchanal avartel. Erhalten. Er erhält. Er erhielt. Er hat erhalten. Сохранить, содержать, получать. Ստանալ, պահել, նյութապես պահպանել. Kümmern. Er kümmert. Er kümmerte. Er hat gekümmert. Заботиться, озаботиться. Հոգտանել, հոգալ. Besprechen. Er bespricht, er besprach, er hat besprochen. Обсуждать, обсудить, поговорить. Քննարկել, խորհրդակցել. Durchlesen. Er liest durch, er las durch, er hat durchgelesen. Прочесть, прочитать. Մինչև վերջ կարդալ. Warnen. Er warnt. Er warnte. Er hat gewarnt. Предупреждать. Сгущаться. Нахасгущаться. Ausschließen. Er schließt aus. Er schloss aus. Er hat ausgeschlossen. Исключать. Исключить. Бацарել. Թույլ տալ. Ablesen. Er liest ab. Er las ab. Er hat abgelesen.
Ugadivats zhelanie po glazam ili litsam. Demkits kamachkerits kartal gushakel mitke. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200, 357, 1000, 2000, 3764.
Excuse me, do you speak any German, English? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch, Englisch? Do you understand me? Verstehen Sie mich? I'm sorry, but I don't speak any English. Es tut mir leid, aber ich spreche kein Englisch. I'm fried. I don't speak English at all. Es tut mir leid, aber ich spreche überhaupt kein Englisch. Yes, I can speak a little English that I learned at school many, many years ago. Ja, ich spreche etwas Englisch. Das, was ich vor vielen, vielen Jahren in der Schule gelernt habe. Yes, I can speak English quite well. Ja, ich spreche ziemlich gut Englisch. What does that mean? Was bedeutet das? Could you say that again, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Could you repeat that, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Sorry? Wie bitte? Excuse me? Wie bitte? How do you pronounce this word? Wie spricht man dieses Wort aus? Could you speak more slowly, please? I've got trouble understanding you. Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich habe Probleme, Sie zu verstehen. Could you translate that for me, please? Könnten Sie mir das bitte übersetzen? Could you write that down, please? Schreiben Sie mir das bitte auf. Could you spell that, please? Buchstabieren Sie das bitte. Excuse me, how do you spell? Entschuldigen Sie, wie buchstabiert man?
Immer wenn wir früher krank waren, war unsere Oma für uns da. Wenn Oma bei uns war, durften wir uns ein Essen wünschen. Immer wenn wir zum Arzt gehen mussten, ist Oma mitgekommen. Jedes Mal, wenn wir wieder gesund waren, hat sie uns beide immer vorgelesen. Immer wenn wir in die Heimat gefahren sind, hat er etwas vergessen. Jedes Mal, wenn ich auf Deutsch telefonieren musste, war ich sehr nervös. Immer wenn meine Schwester und ich früher zu unseren Großeltern gefahren sind, hatten wir viel Spaß. Meine Eltern waren oft sauer, wenn ich in der Suppe das Salz vergessen hatte. Ich fand es als Kind immer sehr aufregend, wenn ich vor Publikum ein Gedicht auswendig gesagt hatte. Es hat mir immer gut gefallen, wenn ich Bücher meines Lieblingsschriftstellers als Geschenk bekommen habe. Meine Eltern waren immer sehr zufrieden mit mir, wenn ich meinen kleinen Geschwistern geholfen habe. Mein Opa fand es immer sehr witzig, wenn ich meine Haare zu zwei kleinen Zöpfen gemacht hatte. Er war immer der allerbeste Zuhörer gewesen, wenn sie Sorgen hatte. Nützliche Ausdrücke zur Problemlösung. Mündliche Prüfung, Teil 3. Noch mehr finden Sie in meiner Website. deutschthemen.blogspot.com Also, wir haben die folgende Aufgabe. Also, wir sollen ein zweitägiges Programm organisieren. Was denkst du, was sollten wir zuerst machen? Organisieren? Was schlagst du vor? Zuerst mussten wir entscheiden, besprechen, wo, was, wann. Ich habe folgende Ideen. Wir könnten vielleicht mit Zuerst könnte man Ich finde diese Idee nicht so gut. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich meine, das ist eine gute Idee. Ich meine, das ist keine schlechte Idee. Das hört sich gut an. Das wäre bestimmt interessant. Ja, das können wir machen.
Warum denn nicht? Ich denke, wir sollten lieber Ich würde lieber Was denkst du? Bist du damit einverstanden? Wie wäre es, wenn Was sagst du dazu? Du weißt ja, dass In Ordnung. Selbstverständlich, das übernehme ich gern. Kein Problem, ich mach das. Es ist für mich kein Problem. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht machen. Ich würde das gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe viel zu tun. Ich verstehe davon gar nicht. Ich weiß es nicht. So viel kann ich nicht übernehmen. Das ist zu viel für mich. Es fällt mir schwer. Für mich ist es nicht leicht. Womit sollten wir anfangen? Was brauchen wir noch? Was müssen wir noch erledigen? Was denkst du, haben wir etwas vergessen? Was denkst du, haben wir alles erledigt? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Wer kauft? Wer besorgt? Wer erledigt? Wer reserviert? Haben wir an alles gedacht? Wenn dir noch etwas einfällt, ruf mich bitte an. Ich denke, wir könnten uns noch einmal treffen, um noch einmal alles zu besprechen.
Etwas ist mir eingefallen. Vielleicht könnten wir bei einer Tasse Tee oder bei einem Glas Wein noch einmal alles besprechen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sollen... Wie wäre mit einem... Das ist auch eine gute Idee, aber... Einverstanden. Ich bin ganz anderer Meinung. Deine Idee finde ich nicht schlecht. Das muss ich ablehnen. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Gut, dann machen wir das so. Ich bin davon überzeugt, dass... Wir können ja Folgendes machen. Und wie würde der zweite Tag aussehen? Wie findest du meine Idee, meinen Vorschlag? Hast du einen Vorschlag? Bleiben wir lieber bei meiner Idee. Ich an deiner Stelle. Es ist ja toll, dass wir alles besprochen haben. Ich freue mich, dass wir alles besprechen konnten. Die Aufgaben besprechen, die Aufgaben aufteilen, die Aufgaben übernehmen, die Aufgaben erledigen. Etwas besorgen, kaufen, einkaufen. Verkehr. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit? Fahren Sie mit der U-Bahn nach Hause? Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub? Wo kann ich eine Busfahrkarte kaufen? Am Automat. Fahren Sie mit dem Zug nach Hause? Reisen. Kaufen Sie die Reisefahrkarten am Automat? Reisen Sie vom Flughafen? Von welchem Flughafen reisen Sie? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund? Reisen Sie vom Bahnhof? Von welchem Bahnhof reisen Sie? Reisen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Auto? Wo kaufen Sie denn Reisefahrkarten? Am Reisebüro. Reisen Sie oft ins Ausland? Welche Bahn fährt nach Berlin? Zweite Bahn. Packen Sie den Reisekoffer gern?
Reisen Sie oft mit dem Flugzeug? Reisen Sie oft mit Ihrer Sprachkursgruppe? Sport. Können Sie Fahrrad fahren? Treiben Sie Sport am Wochenende? Möchten Sie mit mir Ball spielen? Treiben Sie Sport am Abend? Können Sie schwimmen? Haben Sie einen Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Gesundheit. Warum husten Sie? Ich bin krank. Haben Sie starke Schmerzen? Essen Sie gesund? Ist die dunkle Schokolade gesundlich? Haben Sie starke Halsschmerzen? Ist das Sporttreiben gesundlich? Ist das Rauchen schlecht für die Gesundheit? Rauchen Sie? Ist das Schwimmen gesundlich? Haben Sie heute Praxis beim Arzt? Bei welcher Krankenkasse sind Sie angemeldet? Haben Sie hohe Fieber? Schlafen Sie jede Nacht 8 Stunden? Sind Sie oft krank? Um wie viel Uhr haben Sie heute einen Termin beim Arzt? Um 12 Uhr. Gehen Sie oft ins Krankenhaus? Urlaub. Fahren Sie mit dem Auto in Urlaub? Verbringen Sie den Urlaub im Ausland? Reservieren Sie ein Zimmer im Hotel, wenn Sie Urlaub haben? Fliegen Sie mit dem Flugzeug in den Urlaub? Kaufen Sie die Urlaubskarte am Reisebüro? Fahren Sie ans Meer in den Urlaub? Arbeit und Beruf. Arbeiten Sie viel mit dem Computer? Wie lange dauert Ihre Arbeitspause? 30 Minuten. Wie lange dauert Ihr Arbeitsurlaub? 1 Monat. Arbeiten Sie mit Ihrem Chef? Wo befindet sich Ihr Arbeitsplatz? Auf der Goethestraße. Arbeiten Sie von Beruf? Bei welcher Firma arbeiten Sie? Arbeiten Sie von Beruf im Ausland? Bekommen Sie viel berufliche Aufgaben? Tragen Sie Arbeitskleidung gern? Haben Sie viel Arbeitskollegen? Wie lange dauert Ihre Arbeitszeit? Es dauert 7 Stunden. Besuchen Sie einen beruflichen Sprachkurs? Macht Ihr Beruf Ihnen Spaß? Arbeiten Sie gewöhnlich sonntags? Wochenende. Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück am Wochenende? Butterbrot und Schinken. Machen Sie Ausflug am Wochenende? Lesen Sie Bücher am Wochenende? Treiben Sie Sport am Wochenende? Machen Sie Ausflug mit Ihrer Familie am Wochenende? Was machen Sie gewöhnlich am Sonntag, am Wochenende? Ich mache Ausflug. Sprachkurs. Machen Sie Übersetzungen in Ihrem Sprachkurs? Bekommen Sie viel Hausaufgaben in Ihrem Sprachkurs? Wie lange dauert Ihr Sprachunterricht? Es dauert 2 Stunden. Wie viele Stunden Deutsch haben Sie pro Woche? Wie heißt Ihr Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer heißt... Machen Sie Ausflug mit Ihrer Sprachkursgruppe? Lesen Sie viele Bücher in Ihrem Sprachkurs? Tagesablauf. Um wie viel Uhr frühstücken Sie? Um 8 Uhr. Was machen Sie gewöhnlich am Abend? Ich lese Bücher. Sehen Sie viel Fern in Ihrem Tagesablauf? Um wie viel Uhr haben Sie Mittagspause? Um 12 Uhr. Um wie viel Uhr gehen Sie ins Bett? Um 22 Uhr. Besuchen Sie einen Sprachkurs am Abend?
Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit am Feierabend? Ich gehe spazieren. Haben Sie Hobbys in der Freizeit? Ja, ich fahre Fahrrad. Verbringen Sie die Freizeit mit Ihrem Freund? Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende in der Freizeit? Ich lese Bücher. Sehen Sie viel Fern in der Freizeit? Treiben Sie Sport in der Freizeit? Einkaufen. Machen Sie Einkäufe aus der Bäckerei? Wo kann ich einen Stadtplan kaufen? Am Kiosk. Wo kann ich ein paar schöne Schuhe kaufen? Im Schuhgeschäft. Wo kann ich ein interessantes Buch kaufen? Im Buchladen. Wo kann ich eine interessante Zeitung kaufen? Am Kiosk. Wo kann ich frisches Obst kaufen? Im Obstladen. Muss ich an der Kasse bezahlen? Wo ist die Kasse? An der Ecke. Im Warenhaus. Wo verkauft man hier schöne Kleidung? Im Warenhaus. Wo kann ich hier ein Handy kaufen? Im Technomarkt. Wo kann ich einen neuen Computer kaufen? Im Technomarkt. Wo gibt es hier ein Buchgeschäft? An der Ecke. Kann ich mit der Kreditkarte bezahlen? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Besuchen Sie Ihren Onkel, Ihren Tante oft? Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Besuchen Sie Ihre Eltern oft? Feiern Sie das neue Jahr mit Ihrer Familie? Besuchen Sie Ihre Großeltern oft? Haben Sie Kinder? Schule. Lernen Sie Fremdsprache in der Schule? Arbeiten Sie mit dem Computer in der Schule? Wie heißt Ihre Deutschlehrer in der Schule? Mein Deutschlehrer heißt... Was essen Sie gewöhnlich in der Schule? Ich esse Brot mit Schinken. Bekommen Sie viel Hausaufgaben in der Schule? Haben Sie viele Freunde in der Schule? Freunde. Besuchen Sie einen Sprachkurs mit Ihrem Freund? Gehen Sie oft ins Restaurant mit Ihrem Freund? Machen Sie Ausflug mit Ihrem Freund am Wochenende? Feiern Sie Ihren Geburtstag mit Ihrem Freund? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund? Essen und Trinken. Essen Sie viel Brot zum Frühstück? Essen Sie Fleisch gern? Haben Sie ein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Hähnchen. Essen Sie gern Bratkartoffeln? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Was essen Sie gewöhnlich zum Abendessen? Was essen Sie gewöhnlich zum Mittagessen? Was bestellen Sie gewöhnlich im Restaurant? Trinken Sie viel Wasser im Sommer? Essen Sie gern Gemüse? Trinken Sie gern Bier? Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch? Essen Sie lieber Apfel oder Birne? Was essen Sie gewöhnlich am Sonntag? Haben Sie ein Lieblingsgetränk? Wohnen. Zahlen Sie die Miete der Wohnung pünktlich? Wohnen Sie in der Stadt? Gibt es viele Geschäfte in Ihrem Wohnort? Spielen Sie Schach in der Wohnung? Gibt es einen großen Balkon in Ihrer Wohnung? Wohnen Sie in einem Haus oder in der Wohnung? Haben Sie moderne Möbel in der Wohnung? Laden Sie Ihre Freunde oft in Ihre Wohnung ein? Wie viele Zimmer haben Sie in der Wohnung? Haben Sie einen Computer in der Wohnung? Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen? Wohnen Sie im Dorf? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Hausnummer? Haben Sie eine gemütliche Küche? Haben Sie einen großen Garten vor dem Haus?
Haben Sie ein Haustier in der Wohnung? Haben Sie viele schöne Bilder in der Wohnung? In welcher Straße wohnen Sie? Haben Sie viele Wohnungsschlüssel? In welchem Stock wohnen Sie? Im zweiten Stock. Haben Sie viele Freunde in Ihrem Wohnort? Und man kann so antworten. Ja, natürlich. Ja, manchmal. Ja, oft. Selten. Und so weiter. Reparieren Sie bitte mein Fahrrad. Reparieren Sie bitte mein Motorrad. Hängen Sie bitte den Mantel in die Garderobe. Hängen Sie bitte die Jacke in die Garderobe. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Machen Sie bitte die Tür zu. Bringen Sie mir bitte ein Stück Torte. Bringen Sie mir bitte ein Stück Kuchen. Geben Sie mir bitte einen Kugelschreiber. Geben Sie mir bitte eine Briefmarke. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Schließen Sie bitte den Kühlschrank. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Geben Sie mir bitte den Fotoapparat. Geben Sie mir bitte eine Dose Marmelade. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Kaufen Sie bitte die Fahrradkarte am Automat. Nehmen Sie bitte ein Stück Kuchen oder ein Stück Torte oder eine Tasse Kaffee. Machen Sie bitte die Musik leise. Singen Sie bitte ein wenig leise. Rufen Sie bitte auf dem Handy an. Geben Sie mir bitte frische Brötchen. Schreiben Sie bitte die Wörter ins Heft. Zeigen Sie mir bitte ein Bild. Geben Sie mir bitte eine Musik-CD. Geben Sie mir bitte ein Kilo Orangen. Oder geben Sie mir bitte ein Stück Orangen. Geben Sie mir bitte eine Flasche Wasser oder Saft. Kaufen Sie mir bitte eine interessante Zeitschrift. Schälen Sie bitte die Banane. Fahren Sie bitte mit mir Rollschuhe. Zeigen Sie bitte ein paar gemütliche Schuhe. Steigen Sie bitte in den Bus ein. Geben Sie mir bitte das Biologiebuch. Schalten Sie bitte die Lampe aus. Schalten Sie bitte die Lampe ein. Schalten Sie bitte den Fernseher aus. Schalten Sie bitte den Fernseher ein. Das Radio, den Drucker, die Heizung und so weiter. Reparieren Sie bitte den Fernseher, das Radio, den Drucker und so weiter. Warten Sie bitte am Stadttheater. Putzen Sie bitte die Tafel. Spielen Sie mit mir bitte Tischtennis. Geben Sie mir bitte ein Kilo Birnen. Geben Sie mir bitte 2 Eintrittskarten. Geben Sie mir bitte einen Apfel. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Kaufen Sie mir bitte eine neue Tasche. Geben Sie mir bitte das Deutschbuch. Rauchen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte eine Zigarette. Machen Sie bitte das Radio leise. Schalten Sie bitte den Computer ein oder aus. Kochen Sie bitte eine Suppe. Geben Sie mir bitte einen Blumenstrauß. Unterschreiben Sie hier bitte. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Rufen Sie mich bitte am Dienstag um 8 Uhr an.
Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Machen Sie mir bitte ein Butterbrot. Zählen Sie bitte die Münzen. Essen und trinken Sie hier bitte nicht, es ist verboten. Geben Sie mir bitte 3 Flaschen Bier. Holen Sie mich bitte am Donnerstag um 18 Uhr ab. Holen Sie mich bitte am Bahnhof ab. Warten Sie bitte am Postamt. Schwimmen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Nehmen Sie mir bitte ein Taxi. Bringen Sie bitte die Rechnung. Bringen Sie mir bitte neues Besteck. Oder bringen Sie mir bitte eine Gabel und ein Messer. Öffnen Sie bitte die Weinflasche. Nehmen Sie bitte Platz auf den Stuhl. Geben Sie mir bitte einen Bleistift. Sagen Sie mir bitte, wie spät ist es? Geben Sie mir bitte eine frische Zeitung. Bringen Sie mir bitte eine Portion Gemüsesalat. Bringen Sie mir bitte eine Portion Fisch. Schwimmen Sie bitte mit mir im Fluss. Joggen Sie mit mir bitte am Morgen. Spielen Sie mit mir bitte Fußball. Geben Sie mir bitte 1 Kilo Tomaten oder 1 Kilo Gurke. Geben Sie mir bitte 1 Kilo frisches Obst. Geben Sie mir bitte ein frisches Brot. Bringen Sie bitte die Speisekarte. Gehen Sie bitte mit dem Hund spazieren. Kaufen Sie mir bitte eine Kinokarte. Fotografieren Sie hier bitte nicht. Sprechen Sie hier bitte leise. Sprechen Sie hier bitte nicht. Telefonieren Sie hier bitte nicht. Spielen Sie hier bitte mit dem Ball nicht. Fahren Sie hier bitte kein Fahrrad. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Oder steigen Sie bitte in den Bus aus. Geben Sie mir bitte 1 Kilo Fleisch. Geben Sie mir bitte 260 Euro. Geben Sie mir bitte 1 Kilo Schinken. Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Schalten Sie bitte die Waschmaschine aus. Oder schalten Sie bitte den Herd aus. Schicken Sie mir bitte einen Brief. Füllen Sie bitte das Formular aus. Fliegen Sie bitte mit dem Flugzeug. Geben Sie mir bitte 1 Kilo Gemüse. Schließen Sie bitte das Fenster. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Und man kann so reagieren. Hier bitte. Sehr gerne. Das mache ich. Ja klar, das mache ich. Alles klar, danke. Entschuldigung, ich habe dieses Schild nicht gesehen. Auf dem Bild ist ein Mann. Der Mann wandert in den Bergen. Es ist Sommer. Vielleicht ist es 11 Uhr Vormittag. Der Mann ist im Gebirge. Er ist groß, wahrscheinlich nicht so alt. Er trägt einen Hut. Es ist schön und die Sonne scheint. Er macht einen Ausflug. Er möchte in der Natur sein. Ich glaube, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich denke, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt durstig. Ich assoziiere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern.
Der Mann ist ganz allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Oder man kann sagen, auf dem Bild sehe ich einen Mann. Überall sieht man Berge. Im Hintergrund sieht man Wolken am Himmel. Der Mann trägt einen Rucksack auf dem Rücken. Der Mann steht im Vordergrund. Ich denke, der Mann ist schon lange gewandert. Er sieht müde aus. Ich glaube, der Mann möchte etwas trinken. Er wirkt durstig. Ich assoziiere das Bild mit Ferien, Wochenende, Freizeit. Ich selbst gehe auch gern wandern. Der Mann ist allein in den Bergen. Und ich bin der Meinung, das ist es gefährlich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.